wieder mit dabei seid. Es geht ganz ums Thema Blumenauswahl. Und zwar ist die Christine eine ganz fantastische Floristin. ja, ich muss es halt leider sagen. Verliebt. Du bist voll rot. Ja. Voll süß. Ja, sie ist toll. Und das darf man auch sagen. So. Und jetzt habe ich einen Faden verloren. Egal. Ich bin toll. Das habe ich gehört. Voll gut. Ja, genau. Die Blumenauswahl. Die Blumenauswahl. Genau. Kann man eigentlich irgendwie einfach immer alles nehmen oder gibt es immer alles? Nee. Zum Glück nicht. Also Blumen ist wirklich Saisonarbeit und man sollte sich auch dran halten. Klar, es gibt viele Blumen das ganze Jahr über und das meiste ist wirklich, haltet euch an die Saison. Ich kann euch nur den Tipp geben, es gibt Blumen, die kommen aus allen Herren Ländern daher, sehen dementsprechend aus, sind dementsprechend teuer, wenn ihr es außerhalb der Saison wollt. Ja. Und nicht zu empfehlen. Gibt es irgendwas, was ganzjährig ist? Ja, Rosen. Ihr kriegt immer Rosen das ganze Jahr, Gerbera, Nelken kriegt man auch das ganze Jahr. Sowas. Okay. So diese Grundblumen einfach. Das und Grün. Und das Grün. Nein, Grün sowieso. Okay. Grün immer. Ja. Ja. Gut zu wissen. Also achtet erstmal drauf, wann heiratet ihr und sucht euch dann passend die Blumen aus. Der Florist bereitet euch bestimmt gern. Dann bis zum nächsten Mal. Wir reden jetzt noch über die Jahreszeiten und welche Blumen dann zu jeder Jahreszeit passen. Ja, also bleibt dran. Tschüss.